Okay. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir haben letztendlich das Versteck des Drachen erreicht und haben dann gegen den Drachen, Ryujin hieß er, gekämpft, der im Kampf doch ein bisschen anders aussah als auf der Karte. Auf jeden Fall, wir haben den Drachen besiegt und das Mädchen gerettet. Dann waren wir im Thronsaal, haben uns unsere Belohnung abgeholt. Dann gab es ein paar Brezeln, um uns zu stärken. Und wenige Sekunden später standen wir dann plötzlich hier. Was ist jetzt genau passiert? Trivial. Frederik hat es nicht geschafft, diese Brezeln zu essen und ist nun unter der Erde. Okay. Also, um das nochmal zu rekapitulieren, Frederik ist an dieser Brezel gestorben. Trivial! Meine Mama sagt ja immer, erst kauen und dann runterschlucken. Wie auch immer. Wir haben endlich wieder den vierten Platz hier frei. Frederik war ja wirklich eine Verschwendung vom Platz. Und haben wir eigentlich den Stock von ihm behalten? Den können wir ja noch verschachern. Also jetzt ist es ja mal gut, nicht so pietätlos. Eine Schweigeminute für Frederik. Muss man sein, um an einer Brezel, um sich an einer Brezel zu verschlucken? Ich meine, das ist doch eigentlich nicht möglich, oder? Gott! Frederik ist ruhig. Kann doch. Gut. Okay. Wie auch immer. Die Minute ist vorbei und es bleibt wohl nichts anderes übrig, als uns doch wieder irgendwie, vor allem nach dem, was beim letzten Mal passiert ist, uns irgendwie zusammenzureißen und wieder dem Alltäglichen nachzugehen. Und ja, wir haben seinen Stock bekommen. Den auf jeden Fall mal verhören. Erstmal gehen wir hier hin. Und eine Nacht für 500 Euro. Vor allem nach dem, was uns da am letzten Mal auf dem Berg passiert ist, will ich dieses Angebot hier jetzt nicht ausschlagen. Endlich mal wieder eine Frau. Was barkt der mich hier eigentlich jetzt an? Fünf
Euro. Wie bitte, so eine Unverschämtheit? Ich gehe ja schon. Arschloch. Ja, okay. Fassen wir nochmal zusammen. Es kommt ja oft die Frage auf, wie viel Geld ist ein Menschenleben wert? Und hier haben wir auf jeden Fall für Frederik eine Antwort gefunden. Frederik hat einen Wert von 5 Euro. Oh Gott, wie kann man nur so jämmerlich und erbärmlich? Habe ich doch schon als Klein mehr Taschengeld bekommen, oder nicht? Kann man eigentlich den Stock überhaupt irgendwo kaufen, oder ist der zu jämmerlich, um überhaupt im ersten Laden angeboten zu werden? Ja, schau mir einfach mal nach. Okay, wir sind schon fast angekommen in unserer ersten Stadt. Dann wollen wir doch mal schauen. Ja, hier ist wahrscheinlich jetzt total der Superhändler, der von euch bzw. von dir Vollnase hier blockiert wird. Trivial! Und wir können einen Stock kaufen. Der ist theoretisch 10 Euro wert, aber da man ja eine Wertminderung beim Verkauf hat, ist der Wert von Frederik de facto nur 5 läppische Euro. Wen haben wir hier? Lust auf eine Revanche? Okay, dann versucht mich zu fangen. Bereit? Okay, dann geht's los. Aha. Jetzt halt hier nicht Maul auf den Pfeil. Los, hinterher! Ah! Was zum Teufel war das jetzt? Trivial! Das war unser aller Bekannter und dein Bruder Amon. Und was genau hat er gerade hier gemacht? Trivial! Es mag nicht unser aller Geschmack sein, aber genau das ist hier gerade passiert. Okay, wollen wir das nochmal versuchen? Okay, da treibt sich irgendwo eine Schwuchtel rum. Ich bin David, der Dalmatiner. Schön. Und du bist ein Narr. Das Rennen ist beendet. Und du hast nichts gemacht, aber trotzdem jämmerlich verloren. Ist der Kerl eigentlich? Ah! Was will ich mir jetzt nicht wirklich antun? Dafür war das letzte Mal viel zu traumatisierend. Auch wenn die Nacht jetzt wirklich nicht schlecht war und schon ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man doch wieder schlafen. Nun, wen haben wir denn hier?
Hüppchen? Verschlägt's euch auch in die Ahnenhöhle? Na, dann können wir uns doch zusammentun. Für 500.000 läppische Euro schließe ich mich euch an und begleite euch ein Stückchen. Also, wie wär's? Also für 100.000 Fredericks? Wie wär's mit 28.800 Euro und noch den Hänsel dazu? Das ist, macht die Sache nicht mehr wert. Eher weniger, würde ich eigentlich sagen. Sorry, aber ihr habt leider im Moment nicht genug Kohle. Vielleicht ein andermal. Bye. Ach, was soll's. Ich hab eh keinen Bock jetzt da runter zu gehen. Wir haben eine ganz schöne Abreibung beim letzten Mal bekommen. Das muss ich mir jetzt nicht wirklich antun. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Trivial! Wir haben doch Juwel der vier Seelen erhalten. Und wenn du dich erinnerst an die historischen Entdeckungen, die wir gemacht haben, hier in jener Stadt, so solltest du wissen, dass es eine Welt gibt. Und was kesselst du schon wieder dieses unschuldige Kind da ein? Der soll da einfach weggehen. Beim letzten Mal hatten wir... Also wir, was heißt beim letzten Mal? Wir haben gerade nicht genug Kohle gehabt. Also holen wir uns noch ein paar Stiefel. Auf jeden Fall, es gibt eine Welt, die wir nur mit einem Juwel betreten können. Es gibt eine alternative Parallelwelt. Wir brauchen ein Juwel und ganz zufällig haben wir besagtes Juwel als Belohnung letztens erhalten, nicht wahr? Trivial! Und es gibt eine Parallelwelt, also müssen wir da auch hin. Höre ich da Unmut? Vergiss nicht unser Ziel! Du Narr! Wir sind und versuchen noch etwas, den Dairyutuan stoppen zu können. Und wo kann man besser so etwas finden als in einer geheimnisvollen alternativen Welt? Denk doch mal mit! Meinetwegen. Und wir kriegen hier. Stiefel, die wir für 25.000 Euro verkaufen können. Das sind 5.000 Fredericks. Und wir kriegen ein paar Stiefel. Das heißt, ein einziger dieser Stiefel ist 2.500 Fredericks wert. Der Arme. Wie kann man nur so lächerlich sein? Haben wir eigentlich jetzt genug für die 500.000? Einfach mal jetzt gucken. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.